Und weiter geht's in der Welt mit diesen komischen Köpfen. Mario. Ja, ich konnte jetzt nicht schießen, weil dieser Ball noch aktiv war. Wenn ich hier drüber renne, müsste ich das schaffen, oder? Ja. Es gibt sogar Kugelblies. Belastend. Ja, deswegen finde ich die Leben deutlich praktischer als diesen komischen Ball. Hilfe. Weg da. Easy. Das nehme ich eigentlich immer mit. Ich will mal ein Power-Up. Ich glaube, hier ist eins drin, oder? Nee. Auch nicht. Ist auch lustig, wie sich die Passagen die ganze Zeit wiederholen. Wahrscheinlich hat man, um Speicherplatz zu sparen, das Ganze irgendwie dann nochmal extra eingefügt. Naja, ich bezweifle, dass es wirklich so war, aber. Hier ist doch ein Item drin. Und ich hab's sogar bekommen, lol. Zack. Ach, ich hab Angst. Schon, hier passiert hier gerade zu viel. Hier kommt das mit den Steinen. Was ganz cool ist. Wenn das Ganze nicht dreimal zukommen würde. Oder viermal. Dass das Ganze wiederum ziemlich langweilig macht. Aber ich hab's überlebt, von daher. What the fuck? Komme ich damit noch zurecht? Und nochmal das Ganze? Ich schaffe es zum extra Level. Ja, ich schaff's. Und knack ich die 10.000? Nein. Ich habe jetzt aus Versehen A gedrückt. Aber es hat sich nicht bereut. Gerecht. Kann hier drauf springen? Ich glaube schon, ja. Los, springen! So, wie mache ich das jetzt am besten? So mache ich es zwar nicht am besten, aber ich habe es geschafft. Oh Mann, das ist nicht Glück. In diesem Level ist es halt. Okay, das Teil fällt runter. Ich hab's aber geschafft. Nein! Ziemlich komisches Geräusch gehört. Kann man das vielleicht irgendwie erst runterfallen lassen? Ach man, diese Steuerung! Mein Gott, was mache ich denn? Ich habe vergessen, dass Mario wie ein Stein springt. Zack. Das war grad mega komisch. Okay, was mache ich hier am besten? Warten. Ich habe Glück gehabt, dass es nicht trifft. Da habe ich wirklich hochgepokert. Warte ich wieder mal ab. Ja, warten ist teilweise echt gut. Und jetzt kommt wieder sowas. Das wird sogar ziemlich gefährlich hier.
Also nochmal. Easy. Okay, der Trick ist, glaube ich, dass man da so ganz kurz warten muss, bevor man wieder springt. Komm schon. Nice. Und kriege ich die 3 Leben? Nein, kriege ich natürlich nicht. So, weiter geht's mit dem nächsten Level. Ich hatte jetzt gerade einen Tag Pause zwischen den 2 Leveln. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch das Level direkt schaffe. Das war ziemlich viel Glück. Da oben ist bestimmt irgendein Geheimweg. Easy. Die Untergrundmusik ist ziemlich cool eigentlich. Die wurde ja auch in Super Mario Land 2 nochmal verwendet. Komme ich jetzt hoch? Nein! Oh Mann, da war doch kein Power-Up drin. Ach, jetzt hätte ich mal gucken können, weil ich hatte in dem einen Part ja behauptet, dass die Leben irgendwie da unten durchfallen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Ich dachte das irgendwie, aber anscheinend. Okay, das schaffe ich. Und noch ein Geheimweg. Oh, ich habe ein Leben bekommen. Das ist sehr gut, weil bei New Super Mario Bros. Kriegt man ja ein paar, also ein Superpilz, wenn man da schnell genug ranspringt. Bei solchen Blöcken, wo mehrere Münzen rauskommen. Ist hier leider nicht so. Und dafür habe ich Angst. Okay, ich muss ja mal erst gucken, wann er zurückkommt. Ja, weil er halt so schnell runterfällt, ist es am besten, in dem Moment so loszulaufen, wenn es unter einem ist. Das gibt's nicht. Oh lol. Da wäre ich also auch so hochgekommen. Hoffentlich klappt es nochmal. Hoffentlich habe ich diesmal nicht so viel Pech. Okay, das ist ja geschafft. Den Pilz brauche ich auf jeden Fall, weil ich habe echt Angst, wenn ich hier klein bin. Weil man sich mit dem Spiel jeden Schritt genau überlegen muss. Sobald man einen kleinen Fehler macht, ist man halt tot. Und ist der Boss. Einfach durch. Da habe ich gerade nochmal Glück gehabt. Man kann zwar oben drüber springen, aber dafür bin ich zu schlecht. Und wieder. Habe ich Daisy befreit? Oder auch nicht? Dass man das nicht überspringen kann, ist doof. Weil es halt irgendwie nervig ist. Ja, ich wollte eigentlich unten zur 1, damit ich die sicher habe. Aber da habe ich Glück gehabt. Und jetzt noch eine neue Musik, die man noch nicht gehört hat. Hier sind auch diese Chinesen.
Da muss man, glaube ich, mehrmals drauf springen, damit die sterben. Eins, zwei, drei. Reicht auch nicht? Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ach, die haben unendlich viele Leben. Auch gut zu wissen. Also ich glaube nicht, dass ich da noch was erreiche. Du kannst das mal holen. Danke. Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht. Ach, diese Plattform. Echt schlecht umgesetzt in diesem Spiel. Zack. Was ist das denn? Der ist gerade groß geworden. Man kann durch diese Kanonen durchlaufen, Leute. Kann hier nicht mal irgendwo ein Superpilz drin sein? Hier ist einer drin, aber ich bin so doof. Ach man, wie soll man den denn bekommen? Das ist jetzt der dritte Versuch und diesmal lasse ich diesen Pilz einfach dort, weil das nichts wird. Ich bin jedes Mal in diese Chinesen reingerannt. Da oben ist ein Stern drin, lol. Ach, der Stern... Doch. Also der Stern fällt durch den Boden. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das mit dem Leben vielleicht doch auch so ist. Ach ja, hier muss man so geduldig sein. Das war echt knapp. Jetzt wieder diese komische Plattform. Oh Mann, ich hab... Mann. Das Spiel ist halt echt nicht einfach durch diese Steuerung. Hier die Münzen, das ist mir zu riskant. Hier nehme ich mit. Kann mir ja nichts passieren. Och man. Jetzt muss ich mir echt Mühe geben. Ach, hier ist sogar ein Pilz drin und ich... Ich bin so dumm. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, da hätte man nicht schneller reagieren müssen. Ich wollte eigentlich gar nicht rein, ich wollte mich nur ducken. Oh shit. Gehabt. Und jetzt einfach ins Ziel, danke. Ich nehme die 200.000 Punkte noch knack, aber ich denke schon. Ach gut. Ich wollte erst ganz runter gehen, aber